Ihr Fahrzeug ist mit einem Rauchmelder sowie mit einem kombinierten Kohlenmonoxid-Propanmelder und mit einem Feuerlöscher ausgestattet. Der Rauchmelder befindet sich an der Decke und wird mit austauschbaren Batterien betrieben. Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, gibt der Rauchmelder das mit einem periodischen Signalton an. Ersetzen Sie die Batterien durch neue und bewahren Sie die Quittung für die Erstattung durch Apollo auf. Der kombinierte Kohlenmonoxid-Propanmelder wird von der Autobatterie betrieben und warnt mit einem schnellen, zwitschernden Geräusch. Sie finden ihn am unteren Rand der Wand in der Nähe der Lüftungsschlitze der Heizung. Er soll Sie auf mögliche Kohlenmonoxidgase und andere gefährliche Gase im Wohnmobil aufmerksam machen. Es ist wichtig zu wissen, dass der Propangasmelder nicht nur auf Propangas reagiert. Andere brennbare Stoffe, die erkannt werden können, umfassen Alkohol, Kölnisch Wasser, Parfüme und die meisten Reinigungsflüssigkeiten. Wenn der Propanalarm ertönt oder Sie Gas im Wohnmobil riechen, unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Öffnen Sie alle Türen und entfernen Sie sich vom Wohnmobil. Setzen Sie den Propangasmelder zurück, indem Sie den Batterietrennschalter 15 Sekunden lang auf Aus-, Off stellen und dann wieder einschalten. Falls der Alarm weiterhin ertönt, rufen Sie die Nummer auf Ihrem Apollo-Schlüsselanhänger an.